Hallo. Herzlich willkommen zu unserer Haustour. Kommt doch rein, wir zeigen euch jetzt unser Haus. So, wir stehen jetzt hier in unserem Flur. Ich würde sagen, mit dem Raum fangen wir jetzt einmal an. Wir haben einen relativ langen Flur, der sich schlauchartig einmal hier durch unser Erdgeschoss zieht. Ich würde sagen, hier vorne achten wir direkt mal auf unsere Garderobe. Da haben wir nämlich eine Einbaugarderobe gewählt, beziehungsweise wir haben von vornherein eine Nische geplant, in die wir einen Einbauschrank reingebaut haben. Das ist ein ganz normaler IKEA-Pax-Schrank, also jetzt auch nichts Wildes. Und da verstauen wir direkt unsere Jacken und unsere Schuhe, so dass der Flur einfach immer aufgeräumt bleibt und ja, hier keine Schuhe und Jacken rumliegen, weil ich finde, das macht es immer direkt unordentlich und so kann man direkt einfach schon mal so eine gewisse Grundordnung schaffen. Hier im Flur, wenn wir dann reinkommen, haben wir direkt auch hier mit unserer wunderschönen Tapete einen richtigen Blickfang. Wir haben uns hier für so ein florales Muster entschieden, was wir auch super schön finden und was auch so die Farben vom Haus wieder so ein bisschen aufgreift. Und das ist auch wirklich eine ganz hochwertige Tapete, die wir uns hier ausgesucht haben. Das war auch eine Tapete, die sich am allerbesten tapezieren lassen hat. Und ja, da merkt man einfach dann auch die Qualität. Fußleisten haben wir überall die gleichen gewählt im ganzen Haus. Die sind alle 10 cm hoch. Und hier bei unserer Treppe zum Beispiel haben wir uns für eine halbhohe Brüstung entschieden, damit einfach noch ein bisschen mehr Licht ins Treppenhaus reinkommt und es nicht ganz so verbaut wirkt, weil wir ja doch schon hier mit unserer Betontreppe, ja, wie soll ich sagen, was ziemlich Massives haben. Wir wollten halt keine offene Holztreppe und ja, so bekommt man noch mal ein bisschen mehr Luft ins Treppenhaus. Und wir haben auch hier ein beleuchtetes Treppengeländer, das kann ich euch gerade auch mal zeigen. Da hat man einfach auch in der Nacht noch ein schönes, gemütliches Licht, was nicht zu hell leuchtet, gerade auch für die Kinder. Wir lassen das meistens nachts immer an, damit die Kinder einfach, wenn sie nachts wach werden, ja, ein bisschen mehr Orientierung haben und nicht direkt das große Licht anschalten müssen und sich so ein bisschen besser zurechtfinden. So, dann würde ich sagen, als nächstes gehen wir einmal in unser Gästebad. So, jetzt sind wir hier einmal in unserem Gästebad. Das ist ein sehr gewagter Raum. Ich würde sagen, entweder man mag ihn oder man hasst ihn. So ein Zwischending gibt es eigentlich nicht. Wir wollten hier einfach mal was anderes ausprobieren, was man nicht überall sieht und dachten, ja, wenn man in einem Raum mal was wagen kann, dann doch im Gästebad. Und das haben wir hier auch gemacht. Wir haben hier einen sehr dunklen Raum geschaffen, schon so ein, ja, ich würde sagen, einen höhlenartigen Charakter. Wir haben auch bewusst extra ein schwarzes Waschbecken, eine schwarze Toilette und auch schwarze Armaturen gewählt, sowie auch direkt dunkle Fliesen, damit einfach alles zusammenpasst. War vielleicht nicht die beste Entscheidung, muss man im Nachhinein sagen, weil ja, die Sachen sind schon sehr kalkanfällig, muss man wirklich ehrlich zugeben. Man muss es einfach viel öfter putzen, aber es sieht halt cool aus. Ne? Man muss da ein bisschen abwägen, was man möchte und worauf man Wert legt. Ne? Aber bei den Armaturen, das ist wirklich ein Vorteil, dadurch, dass die hier aus der Wand kommen. Das sind ja Unterputzarmaturen. Da bildet sich halt gar kein Kalk. Ne? Also normalerweise hat man die ja hier direkt aus dem Waschtisch raus und da sammelt sich ja unten immer Kalk an oder Wassertropfen und das hat man halt so gar nicht. Das ist halt wirklich ein Vorteil. Ansonsten haben wir hier in dem Bad auch bewusst ja, ein paar Highlights geschaffen mit der indirekten Beleuchtung. Das war uns auch sehr wichtig. Wir haben hier einen Spiegel, mit dem man hier mit Touch das Licht an- und ausschalten kann. Dann haben wir hier nochmal so eine Pendelleuchte, die noch mal schönes Licht macht. Und das ist einfach auch wichtig in so einem dunklen Raum, dass man noch ein bisschen mehr Licht hat. Genau. Ansonsten sind unsere Fliesen Großformatfliesen mit 1,20 m auf 1,20 m. Wir haben auch alle Fliesen auf Gärung schneiden lassen, damit wir eben nicht diese Eckschienen haben. Die finden wir beide ganz furchtbar. Und ja, deswegen haben wir alles auf Gärung schneiden lassen. Und haben uns auch hier im Bad, ist vielleicht für viele auch ungewöhnlich, dass wir eine Tapete im Bad haben, aber bis jetzt funktioniert das ganz gut und das hält auch alles super, haben wir uns hier für eine
Tapete wieder im floralen Muster entschieden, beziehungsweise mit Pflanzenelementen. Und ich finde, diese Tapete gibt auch nochmal so eine richtig schöne Tiefe dem Raum und macht ihn optisch größer. Wir nehmen ja sehr viel durch diese Dunkelheit und auch durch diese dunkle Decke von der Größe des Raums, machen den dadurch optisch noch kleiner. Aber die Tapete gibt wieder so ein bisschen mehr Raum und das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, direkt neben der Haustür haben wir unser Büro. Da können wir ja auch einmal ganz kurz reinspitzeln. Aber ich kann euch schon sagen, das ist ein sehr unaufgeräumter Raum. Im Moment dient es so ein bisschen als Abstellraum, Kinderwagen, Parkplatz und Arbeitsraum. Da schneiden wir auch unsere YouTube-Videos und Manu hat manchmal Homeoffice hier. Und ich würde sagen, wir gucken einmal ganz kurz rein. Ja, wenn man einmal durch unseren langen Flur durchläuft, kommt man auch direkt hier in unser wunderschönes Wohnzimmer. Ich würde sagen, das ist auch so der Familienmittelpunkt. Hier treffen wir uns alle, hier sitzen wir abends zusammen auf der Couch, kuscheln zusammen, lesen Bücher und schauen auch mal Fernsehen. Und genau, hier hat die Mathilda direkt auch ihre kleine Spielecke. Das ist ja auch sehr wichtig und lässt sich halt einfach mit Kindern nicht vermeiden, dass man auch ein bisschen Spielzeug im Wohnzimmer rumliegen hat, aber alles halb so wild. Hier im Wohnzimmer haben wir auch wieder ein bisschen was gewagt und zwar haben wir hier eine schwarze Wand. Da hat auch am Anfang jeder gesagt, als wir gesagt haben, wir machen eine schwarze Wand im Wohnzimmer, hat jeder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Aber ich würde sagen, es ist uns doch ganz gut gelungen. Wir haben hier eine schwarze Tapete, die wir aber dann doch nochmal mit schwarzer Farbe überstrichen haben, weil es uns eben nicht ganz schwarz genug war. Und das Ganze haben wir ein bisschen aufgelockert mit den wunderschönen Holzlamellen. Es gibt wieder so einen schönen, gemütlichen Charakter und wir finden, es ist einfach ein richtig cooler Blickfang hier bei uns im Wohnzimmer. Und genau hier davor haben wir dann auch unsere TV-Wand. Da haben wir uns für ein weißes Hängeregal auch wieder von IKEA entschieden. Da haben wir nochmal eine LED-Beleuchtung unten drunter gemacht, damit wir einfach auch im Wohnzimmer hier abends, wenn wir gemütlich hier sitzen, eine schöne Lichtatmosphäre haben. Und genau, generell haben wir bei den Lampen auch darauf geachtet, dass alles so ein bisschen zusammenpasst. Gerade auch mit den Fassungen und den Kabeln, da war uns sehr wichtig, dass das alles schwarz ist und ja, gut zueinander passt und gut miteinander harmoniert. Und ja, ich würde sagen, wir haben auch hier wieder einen sehr gemütlichen Look geschaffen. Es zieht sich so ein bisschen durchs ganze Haus. Ich würde sagen, der Einrichtungsstil ist eigentlich in jedem Raum relativ ähnlich. Wir mögen das halt sehr gerne, schöne, ruhige Farben und viele Holzelemente und Pflanzen. Das finden wir eigentlich sehr, sehr schön und das lässt sich auch hier im Wohnzimmer wiederfinden. Gerade auch hier mit unserem wunderschönen, gemütlichen Sofa. Da muss ich euch auch noch eine Sache zu sagen, die echt cool ist. Und zwar ist das auch wieder ein ganz normales IKEA-Sofa. Wir haben hier keine wirklich hochwertigen oder teuren Möbel im Haus, sondern wirklich alles Dinge, die sich jeder leisten kann, die aber trotzdem wunderschön sind. Und so ist es auch mit unserem Sofa. Die coole Sache daran ist, wir haben einen neuen Bezug für dieses Sofa bestellt, das wirklich gut geeignet ist, gerade auch für Haustiere. Der Milo kann da gut auf die Couch. Es ist sogar ein kratzfester Stoff, also mit seinen Krallen kann er da gar nichts anrichten. Und auch mit den Kindern ist es echt praktisch. Vor allen Dingen, man kann es abziehen und waschen. Und da geht mein Mamaherz auf. Ja, und direkt auch angrenzend zu unserem Wohnzimmer ist direkt auch unser Esszimmer. Wir haben ja hier einen sehr offenen Bereich, der alle drei Räume, Wohnzimmer, Esszimmer und Küche miteinander vereint. Das fanden wir auch ganz schön, damit sich der Lebensmittelpunkt irgendwie so zusammen abspielt. Und ja, die Kinder spielen im Wohnzimmer, die Mama kocht und alle sind irgendwie so ein bisschen beieinander. Und hier zwischen Wohnzimmer und Esszimmer haben wir auch noch ein Highlight. Wir haben nämlich hier eine Schaukel hängen. Das finden auch gerade die Kinder ganz cool, aber auch wir, weil man da echt cool, gemütlich drin sitzen kann. Und ja, es ist einfach nochmal so ein Hingucker im Wohnzimmer. Und dann gehen wir auch einmal hier rüber in unser Esszimmer. Wir haben hier einen relativ großen Tisch gewählt, würde ich sagen. Meiner Meinung nach könnte er noch einen Ticken größer sein. Der ist jetzt, ich glaube, 2 Meter lang. Ja, passen gerade
zwei Stühle, höchstens drei Stühle an eine Seite. Wir haben es jetzt ein bisschen aufgeteilt, damit es nicht ganz so eng ist. Aber wir sind ja doch schon relativ viele Personen und wenn wir dann mal Besuch haben oder die Familie da ist, dann finde ich es einfach schön, wenn alle an einen Tisch passen. Und auch hier haben wir wieder eine Pendelleuchte über dem Esszimmertisch. Das macht einfach auch nochmal so eine gemütliche Atmosphäre. Und an der Wand haben wir noch ein paar persönliche Bilder von uns. Das mag ich ja auch immer ganz gerne. Es gibt nochmal so einen schönen persönlichen Charakter im Haus. Es gehört für mich einfach dazu. Es macht es nochmal wohnlicher. Und ja, wir haben hier im Wohnzimmer auch mit der Alexa gearbeitet und mit den Alexa-Steckdosen. Das heißt, wir können unser Licht und unser Fernseher auch mit der Alexa steuern, was ich auch richtig gut finde, wenn man mal gerade was am Machen ist und der Fernseher soll jetzt aus sein, es reicht jetzt und man hat gerade keine Lust, die Fernbedienung zu suchen, dann kann man einfach sagen, Alexa, Fernsehen aus und dann macht die das für einen. Genauso mit unserem Licht. Wir haben hier hinten in der Ecke nochmal ein wunderschönes Licht stehen, das auch abends ganz toll das Esszimmer nochmal mit indirekter Beleuchtung beleuchtet und ich finde, das macht es einfach nochmal super gemütlich, wenn man dann auf der Couch liegt. Und direkt hier angrenzend zu unserem Wohnzimmer ist auch unsere wunderschöne Küche. Das ist auch wieder ein Hingucker, würde ich sagen, und keine Küche, die man so überall sieht, weil sie ist nämlich schwarz. Das war uns von Anfang an irgendwie auch wichtig, ne? Oder da haben wir direkt gesagt, oh ja, das wollen wir unbedingt haben. Eine schwarze Küche fanden wir beide irgendwie ziemlich cool und wir haben hier auch so ganz tolle Fronten, auf denen man die Fingerabdrücke nicht sehen kann. Sieht man die jetzt? Ich habe so Schwitzhände. Ich glaube, man sieht sie gerade. Ja, auf den Küchenfronten sieht man nämlich die Fingerabdrücke nicht, was auch ganz praktisch ist, weil wir ja auch keine Griffe haben. Natürlich, wenn wir jetzt hier irgendwie vom Kochen fettige Finger haben, dann sieht man das auch. Aber so im alltäglichen Gebrauch sieht man das nicht und die Küche bleibt eigentlich immer relativ sauber. Ich würde sagen, man muss sie genauso oft putzen wie eine normale Küche mit Griffen oder eine weiße Küche. Das kann ich jetzt nicht sagen, dass eine schwarze Küche da pflegeintensiver ist. Wir haben dieses Schwarz von der Küche auch nochmal so ein bisschen aufgelockert durch diese weiße Arbeitsplatte und durch diese Pendelleuchten hier wieder. Vom Stil her sind die auch wieder genauso wie unsere anderen Lampen hier im Haus. Aber das gibt einfach nochmal dieses Gemütliche zurück und macht die Küche nicht ganz so wuchtig, würde ich sagen. Unsere Kücheninsel hier ist auch relativ groß, weil ich auch oft Fragen bekomme, ob unsere Küche, ob der Platz hier ausreicht. Und ich muss sagen, ja, das tut er, weil wir haben hier eine 2,40 Meter lange Arbeitsplatte, die ja auf beiden Seiten hier einmal rumgeht. Man kann ja hier stehen und was schneiden, man kann es genauso auf der anderen Seite machen. Wir haben auch auf beiden Seiten hier Schubladen, also Platz und Stauraum haben wir wirklich genug. Wir haben hier auch nochmal in der Arbeitsplatte Steckdosen integriert, falls man hier auch nochmal irgendwas arbeiten muss mit elektrischen Geräten. Das geht eigentlich auch immer ganz gut. Und wenn sich jetzt der ein oder andere fragt, warum unsere Küche so aufgeräumt ist und wo die ganzen Geräte sind, nein, die habe ich nicht extra für das Video weggeräumt, sondern wir haben da noch eine Geheimtür. Ja, und hier versteckt sich unsere Geheimtür. Wir haben ja hier einmal so eine komplette Schrankwand, würde ich sagen, Küchenfront, wie auch immer man es nennen möchte. Da versteckt sich unser Kühlschrank, unsere Spülmaschine und auch unseren Backofen und noch ein paar Stauraummöglichkeiten. Und hier ist was ganz Cooles. Und zwar versteckt sich hier hinten dran ein weiterer Raum, den haben wir von Anfang an so eingeplant. Das ist nämlich unser Abstellraum, unsere Abstellkammer, Vorratskammer, wie auch immer. Hier haben wir unsere ganzen elektrischen Geräte, wie Wasserkocher, Kaffeemaschine, Staubsauger, alles Mögliche ist hier drin angeschlossen. Und auch unsere Vorräte haben wir hier drin. Und ich finde die Idee einfach so cool. Bei unserem Küchenhersteller, ich glaube, die Küche war von Hecker. Da gab es diese Durchgangstür, die hatten die irgendwie ganz neu, als wir die Küche damals geplant haben. Und das hat nämlich auch nicht jeder, dass man direkt so eine geschlossene Front hat, die eigentlich eine Tür ist, damit wir nicht nochmal extra eine Tür haben, die das ganze Bild nochmal zerstört, sondern damit es einfach schön in der Küche integriert ist. Und
ja, keiner vermutet, dass da hinten dran noch ein Raum ist. Und für die Kinder ist es ein richtig gutes Versteck. Also, wir hoffen, euch hat unsere kleine Haustour von dem Erdgeschoss gut gefallen. Was wir noch nicht erzählt haben, sind die technischen Details des Hauses. Ich kann auch jetzt nicht auf alles eingehen, aber was ich schon mal sagen kann, ist, wir haben pro Etage 100 Quadratmeter Wohnfläche und haben eine Erdwärmepumpe mit Fußbodenheizung, sowohl im EG als auch im Obergeschoss. Und ja, wenn ihr weitere Fragen habt, welches technische Detail ihr noch wissen möchtet, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir werden die Fragen dann alle beantworten. Ja, wir freuen uns auch schon aufs nächste Mal, euch dann unser Obergeschoss zu zeigen. Da gibt es auf jeden Fall auch noch so das ein oder andere Highlight. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns schon ganz bald wieder. Bis dann. Bald.